Dann gucken wir jetzt mal, wie es draußen aussieht. Aha, Nebel zieht hier oben lang. Da oben ist das Zelt von Michelle. Wenn wir hier hingucken, ein bisschen da hoch, da sieht man den ersten Rauch aufsteigen. Da ist unser Frühstückszelt. So geht das hier immer schön durch den Matsch. Kinder, ist das schön. Macht das Spaß. Wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir haben uns nämlich hier verlaufen. Da geht es nicht mehr weiter. Wir wissen nicht genau, wo wir sind. Dass hier wirklich gar kein Pfad ist. Nichts zu erkennen. Und wir jetzt hoffen, dass wir irgendwo nochmal drauf kommen. Und schauen, dass wir da irgendwas finden. Jetzt haben wir nach ein paar Minuten hin und her laufen. Haben wir unsere Träger wieder gefunden, die sich ja natürlich hier auskennen, weil für uns sieht das hier alles ja ein bisschen gleich aus. Habe ich mir jetzt hier vorne das Wasser noch? Da kann man den Boden abtropfen. Den alten. Das ist der Keeling, den bin ich halt schon. Das ist ein geiler Typ. Ja, so aufgewiesen. Und jetzt erreichen wir unser Lager Nummer 2. Ist schon sensationell, was man hier erlebt und sehen darf. Da oben arbeiten die Jungs. Ja, gerade mal die Stiefel ausgezogen. Die Füße sehen aus wie Matsche. Unfassbar. Kalt, durchweicht. Ja, wir merken jetzt langsam, dass wir erschöpft sind. Es ist nicht ganz ohne, durch diesen Dschungel zu latschen. Wir haben uns auch verlaufen. Wege zu finden ist nicht das Allereinfachste. Jetzt sind wir im Zelt. Kies und ich haben zum Glück unser Zelt schon bekommen. Die anderen Zelte sind noch unterwegs. Und die anderen müssen noch sich irgendwie am Feuer wärmen, während wir wenigstens die Chance haben, hier Schlafsack schon mal zu liegen und ein bisschen zu chillen. Man merkt aber schon, es geht ans Eingemachte. Die Motten stinken wie Sau nach Feuer. Man selber ist super schmutzig. Und man gewöhnt sich an alles. Der Nube, ja. Der Nube. Der Kalor, ja.